Die Expertengruppe vom MDI-Team zum Thema Kompression hat für 2016 sich auf die Fahnen geschrieben, ein Curriculum zu erstellen, ein Fortbildungskonzept, was explizit interprofessionell und interdisziplinär sein soll. Wir wissen, dass nahezu alle Kompressionsverbände tatsächlich durch die Pflege und ganz selten durch die Ärzte angelegt werden. Der Arzt ist aber hier in der Therapiehoheit, der Arzt muss das Ganze überwachen. Er kann es aber nur überwachen, wenn er auch selber weiß, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das heißt, hier wollen wir nicht nur die Theorie vermitteln, sondern wir wollen am allerliebsten die Ärzte mit ihren Arzthelferinnen, mit ihren Schwestern gemeinsam zu Kursen bekommen. Die Lymphologie hat eigentlich keinen Platz bisher, sowohl in der universitären, studentischen Ausbildung. Sie hat keinen wirklichen Platz in der Facharztausbildung, egal welcher Facharztrichtung. In den Weiterbildungen taucht sie auch mehr theoretisch als praktisch auf. Und deswegen ist es dringend notwendig, Ärzte in diesem Bereich vorzubilden. Also die Ärztekammer Westfalen-Lippe ist auf uns Ärzte zugekommen, die wir uns mit Lymphologie beschäftigen seit Jahren und hat darum gebeten, ein ärztliches Curriculum auf die Beine zu stellen, was erstmalig in Deutschland jetzt Ende des Jahres an den Start geht. Das Schöne an der Sache ist, dass die Kollegen in die Lage versetzt werden, dies als Tätigkeitsschwerpunkt auf ihrem Praxisschild zu führen. Und das ist einmalig. Das Curriculum scheint auch den Nerv der Zeit getroffen zu haben und dem Bedarf zu folgen, weil es sind alle Kurse, die bisher terminiert sind, auch schon ausgebucht. Die Kompression sehr häufig delegiert wird, ohne den Leuten zu sagen, wie das gemacht werden soll, wie das geht. Und zwar meistens deshalb, weil es die Kollegen, die das delegieren, selbst nicht wissen und nicht können. In der Ausführung und in der Durchführung der Kompressionstherapie besteht natürlich eine hohe und wichtige Kompetenz, die Pflege braucht, weil es zu den elementaren Pflegetechniken gehört, in der Krankenpflege eine Kompressionstherapie sach- und fachgerecht auszuführen und durchzuführen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir in diesem Bereich extra geschultes Personal haben, ähnlich wie es die Palliativ-Care-Schwester gibt. Wir haben Schmerztherapeuten in der Pflege auch und ich würde mir einfach eine qualifizierte Weiterbildung wünschen und dass dann nur wirklich die Kollegen, die es auch entsprechend gelernt haben und zwar nicht nur theoretisch, die auch die Praxis beherrschen, dann diese Patienten versorgen, weil dann hätten wir einen eindeutigen Benefit.